Nach einem Sieg oder einem schönen Erlebnis haben wir von ganz alleine ein Lächeln auf den Lippen. Als Sportler haben wir aber nicht unbedingt immer etwas zu lachen, oder etwa nicht? Aber gerade dann, wenn im Wettkampf oder im Training etwas nicht so läuft, wie wir es uns erhofft haben, dann könnten wir es gebrauchen. Denn ein Lächeln ist ein positives Signal an dein Gehirn mit einer ganzen Reihe positiver Reaktionen. Ich bin Christian Jaschke und in dem heutigen Video möchte ich dich an die Kraft des Lächelns erinnern und dir aufzeigen, welche positiven Effekte ein Lächeln mit sich bringt und wie du mit einer einfachen Methode innerhalb von einer Minute Stress abbauen kannst. Ein Bekannter von mir schreibt gerade ein Buch über das Thema Lächeln. Und sein Motto, sein Slogan geht in etwa so: Mache ein Facelift durch ein Lächeln auf den Lippen, statt dich unter das Messer zu legen. Das an sich ist noch nichts Besonderes, aber Rich ist selbst Schönheitschirurg mit dem Fokus Gesichtschirurgie. Und da finde ich das schon etwas Besonderes. Und das gab für mich der Anlass, mal wieder etwas zu recherchieren, zu gucken, was bewirkt eigentlich so alles ein Lächeln. Und was ich da so auf Wikipedia und Google gefunden habe, das möchte ich kurz mit dir teilen. Punkt Nummer 1, Lunge und Herz. Lachen stärkt die Funktion der Lungen. Durch die schnelle Atmung transportiert die Lunge 3 bis 4 Mal so viel Sauerstoff wie normal. Der Puls rast, die Durchblutung wird angeregt und fördert die Verbrennung von Cholesterin. Danach nimmt die zuvor gestiegene Herzfrequenz ab und der Blutdruck sinkt nachhaltig. Herzhaftes Lachen kräftigt auch das Herz-Kreislauf-System. 20 Sekunden Lachen entspricht etwa der körperlichen Leistung von 3 Minuten schnellem Rudern. Wer hätte das gedacht? Zudem wird die Herzinfarktgefahr durch häufiges Lächeln halbiert. Zweiter Punkt, Immunsystem. Nach ein paar Lachanfällen sind im Blut mehr Abwehrstoffe als sonst erkennbar. So etwa die Killerzellen, sie stürzen sich auf Viren und so wird zum Beispiel bei einer Erkältung wird man schneller wieder gesund. Punkt Nummer 3, Schmerzverringerung. Sogar die Schmerzempfindung wird verringert, selbst gegen Verstopfung, Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen soll Lachen helfen. Studien der Geleotologie, schwierig auszusprechen, aber so nennt man die Wissenschaft des Lächelns. Diese Studien ergaben, dass Schmerzpatienten nach nur wenigen Minuten Lachen eine Erleichterung erfahren, die mehrere Stunden anhalten kann. Dies geschieht auch durch körpereigene entzündungshemmende Stoffe, die vermehrt produziert werden. Ja, und hier noch ein anderer interessanter Fakt zum Lachen. Kinder lachen in etwa 400 Mal am Tag, während wir Erwachsenen 15 Mal am Tag lachen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb so viele Kinder glücklich sind. Und vielleicht sollten wir uns, wir Erwachsene, uns daran auch ein entsprechendes Beispiel nehmen. Ja, ein letzter Punkt. In den 50er Jahren lachten die Leute insgesamt noch täglich 18 Minuten lang. Heute, das sagt die Zeit, sind es noch 6 Minuten. Wenn das kein Grund ist, wieder einmal etwas mehr zu lachen, dann weiß ich es auch nicht. Von Vera Birkenbiel habe ich eine sehr einfache Technik gelernt, um Stress abzubauen. Und die Technik geht so. Ziehe deine Mundwinkel nach oben, formiere ein Lächeln auf deinen Lippen und halte diese Position für 60 Sekunden. Du könntest auch 2x 30 Sekunden nehmen oder 4x 15 Sekunden. Aber das Beste wäre wirklich 60 Sekunden die Position zu halten. Und wenn du vielleicht auf der Arbeit bist oder irgendwo in der Öffentlichkeit und möchtest das nicht öffentlich zur Schau stellen, dann gibt es eine ganz einfache Lösung. Geh auf die Toilette, mach die Tür zu und halte die Position für 60 Sekunden. Du wirst sehen, es ist praktisch unmöglich, nach 60 Sekunden im gleichen Stresszustand zu sein wie vorher. Natürlich, du kannst die Technik auch anwenden, wenn du nicht im Stress bist. Das lohnt sich. Ich nutze das fast täglich, zum Beispiel auf dem Weg ins Büro, vor einem Vortrag, vor einer Präsentation oder auch vor einem Coaching. Und das hilft mir, in einem besseren Zustand zu sein. Und ja, ist auf jeden Fall eine Sache, die solltest du ausprobieren. Jetzt habe ich noch 3 Empfehlungen für dich. Empfehlung Nummer 1, schau dir den kleinen YouTube-Film unter diesem Video an und versuche dabei nicht zu lachen. Empfehlung Nummer 2,
Lächle bewusst öfter in den nächsten Tagen, auch und gerade wenn einmal etwas schief geht, es lohnt sich. Dazu noch Empfehlung Nummer 3, lerne über dich selbst zu lachen. Denn wenn du nicht weißt, wenn du dir nicht sicher bist, ob dir zum Weinen oder zum Lachen zumute ist, dann ist das Lachen auf jeden Fall die bessere Option und die gesündere Wahl für dich. Falls du das Video irgendwo anders gesehen hast als auf meiner Website athletesmind.de, dann empfehle ich dir, dort mal vorbeizuschauen, denn da findest du viele weitere Blogs, Videos und kostenlose Inhalte rund um das Thema Mentaltraining. Ja, und wenn du den Inhalt des Videos wertvoll findest, dann würde ich mich freuen, wenn du den Facebook-Like-Button anklickst und den Blog mit anderen teilst. Bis dahin, sportliche Grüße, ich bin Christian Jaschke.